In diesen Jahren freut es mich ganz besonders, dass der von uns ausgewählte neue Ordensträger diese besondere Ehre auch angenommen hat und zu uns ins Lerbachtal gekommen ist. Ich darf unsere beiden Protokollmädchen jetzt als Piraten verkleidet mal bitten, unseren Ordensträger 2011 zu uns auf die Bühne zu holen. Ein Riesenapplaus für den niedersächsischen Finanzminister Hartmut Möllrich. Auf der Bühne, wobei ich natürlich damit nicht den Finanzminister meine, aber manchmal passt es ja schon zusammen, das muss ich schon sagen. Als Finanzminister eines Bundeslandes wie Niedersachsen hat man zugegebenermaßen keinen leichten Stand, das muss ich hier deutlich sagen. Zum einen ist man gewählter Politiker und will seiner Wählerschaft und natürlich auch denen, die es noch werden sollen, immer wieder mal was Gutes tun. Zum anderen hat man als Finanzminister nun mal die Ministerkolleginnen und Kollegen des Kabinetts auf dem Hals und die wollen natürlich für ihre Ressorts immer das Größte herausholen. Und dann sind auch die ganzen Landräte, Bürgermeister, Oberbürgermeister, alle noch da, die immer nur Geld wollen vom Land. Und sein eigentlicher Job ist es aber nun, das Geld zusammenzuhalten fürs Land. Denn so viel haben wir dann nun mal nicht. Und möglichst dann auch noch die Schulden abzubauen. Das ist ja das Ziel. Und um das alles halbwegs hinzubekommen, das bedarf schon erheblicher Redekunst. Im quasi Nebenjob, muss man sagen, sind Sie, Herr Minister, auch noch Verhandlungsführer auf Länderseite bei den Tarifverhandlungen und bei den ständig steigenden Personalkosten und der diesjährigen Verdi-Forderung, ich glaube, es sind satte 5%, ist das nicht unbedingt eine vergnügungssteuerpflichtige Tätigkeit, glaube ich. Das alles führt uns dazu, Ihnen im Jahr Jokus 2011 den Orden für maximal manipulative Verbalanästhesie zu verleihen. Unser Chef des Protokolls, Prokurstrupp, wird jetzt den Orden übergeben und ich darf dabei die Urkunde verlesen. Urkunde. In Würdigung seiner Verdienste um die Redekunst verleihen wir Hartmut Möllrich, niedersächsischer Minister der Finanzen, den Osterode Orden für maximal manipulative Verbalanästhesie des Familienclub Eintracht. Uwe Kohlstrom, Chef vom Protokoll, Klaus Becker, Sitzungspräsident, meinen herzlichen Glückwunsch, Hartmut Möllrich! Ich darf Ihnen die Urkunde schon mal von hier oben reichen, darf Ihnen ganz herzlich die Hand schütteln, das ist die verlängerte Hand heute, weil ich komme nicht ganz rüber. Darf ich Ihnen das hier geben und darf mal unsere Bühne bitten, die Bütt aufzustellen und ich denke, Herr Minister, Sie möchten auch ein paar Worte loswerden, das tun wir Politiker. Ja, ich darf mich ganz herzlich für diese Ehre bedanken. Ist ja nicht normal, dass Finanzminister so nett begrüßt werden. Ich darf mich auch bei den beiden Protokolldamen bedanken, dass sie mich hier hochgeführt haben. Ich werde hier häufig geführt, warum haben sie eigentlich keine Bodyguards? Dann erzähle ich immer, was mein Freund Eckart von Kleben sagt. Terroristen wollen ja Terror, also Angst und Schrecken verbreiten. Und wer empfindet schon Angst und Schrecken, wenn ein Finanzminister stirbt? Und Ihr Vorsitzender, Herr Becker, hat ja vorhin gesagt, warum da eine Kuppel in Berlin ist. Da machen nicht nur die Politiker Zirkus. Herr Struck, unser früher Verteidigungsminister, SPD-Fraktionsvorsitzender zum Schluss, hat neulich folgende wahre Geschichte erzählt, und das kann Fasching nicht erfinden. Er hat eine junge Journalistin im Willy-Brandt-Haus angerufen und hat gefragt, können Sie mir ein Interview mit Herbert Wehner verschaffen? Da haben die gut reagiert, haben gesagt, nee, der ist bei Konrad Adenauer. Herr Konrad Adenauer im Himmel ist es klar, er ist guter Katholik aus dem Rheinland, hat er die letzte Ölung bekommen. Zur letzten Ölung fällt mir ein, ist vor 5 Jahren in Emsland passiert. Ein guter Katholik kriegt die letzte Ölung und der Pastor sagt, willst du mir noch was sagen, mein Sohn? Da sagt er, Herr Pastor, ich bin aus der CDU ausgetreten und bin bei der SPD eingetreten. Da sagt der Pastor, um Himmels Willen, und das nach 50 Jahren. Ach, Herr Pastor, habe ich mir gedacht, wenn es mit mir zu Ende geht, dann soll wenigstens einer von denen draufgehen. Kann ein SPD-Mitglied in den Himmel kommen?
Wir kennen die Antwort nein. Sie werden mich fragen, woher weißt du das? Ich sage, ich bin Jurist. Werden sie sagen, das ist eine theologische Frage. Werde ich antworten, der erste Jurist war übrigens Jesus. Woher weiß ich das? Dann bis er 30 war, lebte er bei seinen Eltern und wenn er dann was tat, war es ein Wunder. Warum kann ein SPD-Mitglied nicht in den Himmel kommen? Müssen Sie in die SPD-Satzung gucken, in die CDU-Satzung können Sie auch gucken. Da steht drin, die Parteimitgliedschaft endet mit dem Tod. Sie endet dann auch noch mit Austritt, da wollen wir nicht drüber reden. Sie endet auch mit Ausschluss. Ich sage nur Sarrazin, wenn die SPD-Mitglieder sind, über dessen Meinung kriegt er den nicht raus. Quatsch kann jeder reden. Auch schreiben. Wenn das schon zum Parteiausschluss führen würde, würde es in Berlin keine Parteimitglieder geben. Der Mann ist Millionär geworden. Sie müssen in Ihre Beitragsstatistik gucken. Nur über Finanzen kriegen Sie Leute. Al Capone hat 5 Morde begangen. Die Finanzfahndung, die Steuerfahndung hat ihn geschafft, die anderen nicht. Die haben ihn hinter Gitter gebracht. Sie müssen gucken, ob er seinen Beitrag angemessen erhöht hat. Wenn nicht, kriegen Sie ihn raus. Aber über den Quatsch nicht. Uns in der CDU ist das auch mal passiert. Biedenkopf wurde aufmüpfig. Kohl wollte ihn raus haben über den Parteibeitrag. Hat Biedenkopf gesagt, wer bei Ikea Rabatt kriegt, der braucht auch nur einen halben Parteibeitrag zu zahlen. Zwei bis vier Minuten waren mir gegeben. Ich hoffe, ich bin jetzt bei 3. Ich wünsche allen einen wunderschönen Abend, uns allen. Beim letzten Mal, als ich bei einer Faschingsveranstaltung war, bin ich als Straßenräuber gegangen. Diesmal habe ich mich verkleidet als Bankmanager. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und denken Sie an eins. Biersteuer ist reine Landessteuer. Wenn ihr heute Abend kein Bier trinkt, beginnt Steuerhinterziehung. Wer wenig Bier trinkt, ist immer noch Steuerverkürzung. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Also wenn Sie morgen was zu erklären sagen, ich bin Patriot gewesen, ich habe ordentlich viel Steuern gesorgt. Guten Abend noch. Prost, Mode, genau. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Schneereif-Bündrede und auch unsere Finanzminister Reifert und das hast du ohne! Ja! Hast du ohne! Ja! Hast du ohne! Ja! So, Herr Minister, Sie wissen auch, dass Sie diesen Orden, der relativ schwer ist, das muss ich den Nicht-Ordensträgern mal sagen, der ist nämlich in meinem Keller selbst gegossen und ich gieße immer ein bisschen zu viel rein. Das ist also mit leicht gebeugtem Haupte, werden Sie demnächst erscheinen in Hannover. Ich hoffe, Sie tun das dann auch vor dem Bürgermeister, wenn die Städte dann mehr Geld fordern.